Hallo, hi, moin, servus, bonjour, Handcreme, Handelbank und yo. Ich bin neulich durch einen Freund auf einen sehr seltsamen Film gestoßen. Den stelle ich euch jetzt mal kurz vor und sage euch dann auch gleich meine Meinung dazu. Der Film nennt sich Human Centipede, also auf Deutsch der menschliche Tausendfüßler. Wenn man den Titel schon hört, kann man sich schon denken, um was es sich handelt. Ein Typ will sich seinen Lebenstraum erfüllen und einen menschlichen Tausendfüßler schaffen. Das ist schon krank. Der Film erschien im Jahr 2009 unter der Regie von Tom Six. Das Drehbuch wurde auch von ihm geschrieben und ich glaube, der Kerl ist verrückt, psychisch krank, wahnsinnig oder nimmt ab und zu mal ein paar Pillen, die ihn aus der Realität schleudern und in eine andere Welt versetzen oder so ähnlich. Naja, 2004 brachte der Typ auch mal einen Film raus, der sich Gay in Amsterdam nennt und das ist ein weiteres Indiz dafür, dass irgendetwas mit dem Kerl nicht stimmt. Der Film Human Centipede dauert 92 Minuten und ist freigegeben ab 18. Alles spielt in Deutschland. Ich finde, der Film fängt auch ganz gut an. Am Anfang ist Dr. Heiter. Der kranke Bastard spielt in dem Film die Hauptrolle und war einer der anerkanntesten und besten Chirurgen auf dem Gebiet, zusammengewachsene Menschen durchtrennen. Ja, auf jeden Fall sitzt er in einem dicken Benz auf einer Autoraststätte und schaut sich Bilder von seinem zuvor missglückten Experiment an, wo er 3 Rottweiler aneinander gebunden hat oder aneinander genäht. Irgendwie finde ich das schon witzig, aber auch übertrieben krank. Okay, das ist übertrieben krank. Wie kommt man denn bitte auf so eine kranke Idee? 3 Hunde aneinander zu nähen, Mund an Arsch, sodass sie quasi ein Hund ergeben. Wenn ich an diesen kranken Gedanken denke, habe ich schon das Gefühl, dass ich krank werde. So krank ist dieser kranke Gedanke. So eine kranke Scheiße. Naja. Dann fährt ein LKW auf die Raststätte und ein fetter Fahrer steigt aus, um mal kacken zu gehen. Der perverse Dr. Heiter geht hinterher und betäubt ihn dann beim Kacken mit seinem Gewehr. Das Haus von Dr. Heiter liegt mitten im Wald und später bleiben dann noch 2 dumme, geil aussehende Bitches im Wald mit ihrem Auto stehen, weil sie einen Platten haben. Natürlich sind die beiden zu dumm, um das Rad zu wechseln und glauben ernsthaft, die beste Entscheidung wäre es, einfach so durch den Wald zu gehen, weil sie ja da vielleicht Hilfe finden könnten. Mitten im Wald, in der Nacht, bei Regenwetter, wie dumm muss man denn sein? Wie schon erwartet, verlaufen sie sich dann im Wald, diese dummen Bitches, und stoßen auf das Haus von Dr. Heiter. Mehr will ich euch nicht verraten, viel Handlung hat der Film nicht. Was mir übertrieben auf den Sack ging, war die Tatsache, dass in dem ganzen Film die Opfer nur am Heulen und Schreien sind. Und dann holt sich dieser behinderte Bastard Dr. Heiter noch irgend so einen behinderten, kranken Asiaten, der die ganze Zeit nur seine scheiß verfickte asiatische Sprache labert und kein Wort Deutsch kann. Was mir positiv aufgefallen ist, dass Dieter Laser, der Dr. Heiter spielt, seine Rolle echt gut rüberbringt. Das muss man ihn schon lassen. Ein paar witzige Ausraster waren dabei, Beleidigungen, Rumgeschreie und das alles hat mich ein bisschen an den Psycho Andreas von Frauentausch erinnert. An sich ist der Film eher langweilig, nicht spannend, krank, behindert, spastihaft und man sah einfach viel zu wenig Titten dafür, dass die Opfer nackt waren und es war für mich einfach nur verschwendete Zeit, ihn anzuschauen. Es gibt ja eine South Park-Folge, die den Film nachspielt, die ist um etwas sehenswerter und angeblich soll es ja auch noch Pornos geben, in dem der Film nachgespielt wird. So, das war's von mir. Falls ihr irgendeinen ekligen, behinderten, spastihaften, kranken Film kennt, schreibt mir mal eine Nachricht. Vielleicht schaue ich mir an und vielleicht mache ich dazu dann auch ein Video. Aber ansonsten war's das von mir. Haut rein!